Das Item, das du da hast, das ist doch der Scanner von der Seewoge Malvenfroh. Der wäre uns eine riesige Hilfe bei der Forschungsarbeit. Wärst du so vielleicht bereit, ihn an mich abzudrehen? Ja. Aha. Oh, danke. Das wird uns bei unserer Forschungsarbeit sehr helfen. Zum Dank möchte ich dir diese Glocke schenken. Eine Gischtglocke. Sie wird angeblich in einer alten Legende der Johto-Region erwähnt und ist von hohem Wert. Als ich noch Teil der Belegschaft von Seewoge Malvenfroh war, habe ich sie von einem Kollegen bekommen, der aus Johto stammt. Wenn ich mich recht erinnere, verdient sich seine Familie seit Generationen mit der Aufführung von Tänzen ihren Lebensunterhalt, aber da er dafür kein Talent hat, ist er hierher gekommen, meine Güte. Er hat sie an seinem Portemonnaie hängen. Wenn sie auf dem Gelände von Seewoge Malvenfroh deutet, hat sie manchmal kurz aufgeblitzt. Das war wirklich seltsam. Weil sie so ungewöhnlich ist, habe ich sie aufbewahrt. Aber jetzt möchte ich, dass du sie nimmst. Danke dir! Tänze in Johto. Bei der Schiffsfahrt hat sie öfters mal geleuchtet. Aha. Was kann das nur bedeuten? Ich weiß es nicht. Was könnte das wohl bedeuten? Eine Glocke. Aus Johto, mit Tänzen verbunden. Boah, schwer zu sagen, ne? Ja, hier möchte ich nochmal hin. Boah, ist echt schwer zu sagen, was das zu bedeuten haben könnte. Meine Fresse. Wusch. So. Dann wollen wir mal wieder aufs Schiff drauf. Dübeln, da haben wir noch was zu erledigen. Na, 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 na. Ah, da ist mir ein bisschen Dreck im Weg, okay. So, wie immer speichern wir einmal ganz kurz. Hatte nämlich wieder einmal einen sehr guten Grund. Blim. Ich glaube, ich setze mal etwas ein, um Emmy zu heilen. Denn das Pokémon, was uns jetzt erwartet hat, ja, doch ganz gute Werte, möchte ich mal behaupten, in den Verteidigungsbereichen. Und ja, da wollen wir mal nicht zu knapp rangehen an die Sache. Mal kurz was schauen. Okay. So, dann was wollte ich machen? Genau, ich wollte mein Vieh heilen, Emmy. Einmal hier, Hypertrank. Wie sieht das eigentlich mit unseren Bällen aus? Da haben wir noch genug, ne? Ja, wir haben noch genug. Und deine Fangrate war, glaube ich, unterirdisch, ne? Ja, unterirdisch trifft's ganz gut. Eieiei. Wir haben vorhin gespeichert. Wollen wir nochmal festhalten. Wie war das denn nochmal? Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Wie war das denn nochmal? Mit diesem Item. Ah, ich bin am falschen Punkt. Ach, stimmt ja. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass es hier nicht kommt. Ich bin so schlau. Ich bin so unglaublich schlau, dass ich schon wieder dämlich bin. Ach, ich wundere mich schon völlig zu Unrecht, weil ich einfach nur dämlich bin. Hier oben, da habe ich ja die falsche Glocke. Dafür brauche ich meine linke Glocke und ich habe nur meine rechte Glocke dabei. Es tut mir leid. So. Der Raum hier unten hat ja natürlich noch mehr Sinn. Außer, dass wir da einen Scanner finden können. Boah, ja, natürlich. Das Geländer ist so weit nach vorne, dass es mich auffällt. Die Gischtglocke in deinem Beutel leuchtet ganz schwach. Was hat das nur zu... Oh, guck mal, da ist wieder so ein überdimensionierter Penisring. Hier schwebt ein geheimnisvoller Ring. Aus der Öffnung strömt kristallklares Meerwasser. Möchtest du ihn dir näher ansehen? Nö. Nö, will ich nicht. Einmal speichern. Jetzt möchte ich es mir näher ansehen. Ja, 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 ja. Ja!
Musik lauter machen, nicht zu laut. Ein wildes Lugia erscheint. Ah, sehr geil. Lugia! Kriegst mal einen Schock rein. Warum kannst du das? Warum kannst du das? Schockierend. Oh, stimmt ja. Scheiße. Ah. Draco-Meteor. Oh, oh. Seine Spezialität. Ich finde Luftstoß so eine mega coole Attacke. Besonders im zweiten Pokémon-Film war die Attacke so imbar animiert. Ich fand's mega geil. Sehr schön runtergeprügelt, den guten Luig. Wenn ich es schaffe, drücke ich noch eine Genesung raus. Dürfte knapp werden. Hat ja erhöhte Volltreffer und yay, es hat gereicht. Einmal hochheilen. Lugia wird uns nicht so schnell umbringen. Hydrobombe geht daneben. Sehr schön. Da freue ich mich. Da sind wir voll geheilt und jetzt schmeißen wir fröhlich Bälle, wie wir können. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Brauche ich nicht so rumbrüllen. Es wäre cool, wenn es in einem Primärball drin bleibt, aber ich werfe einfach mal einen Tauchball. Wir sind ja unter Wasser. Vielleicht bringt es ja was bei einer Fangrate von 3. Es wäre übrigens cool, ein Lugia mit Multischuppe zu haben. Ist ja eine versteckte Fähigkeit. Weil es wäre dann Dragoran-like und es ist in der Verteidigung auch übelst krass. Und hey, es wäre geil. Ich hätte gerne einen Lugia mit Multischuppe. Bälle. Netzball. Wäre es seidisch, wenn es drin bleibt, aber es bleibt sowieso nicht drin. Es ist ja immerhin Psychoflug und nichts mit Wasser. War klar. Aber es wäre stylisch gewesen, hey. Geht wieder daneben. Du hast es nicht so mit dem Treffen, ne? Wir räumen mal ein bisschen mit den Bällen auf. Luxusball, der ist doch wie für dich gemacht. Richtig gemütlich. Ich sollte mal mir angewöhnen, jemanden Donnerwelle beizubringen. Strafattacke. Lass das doch bitte bleiben. Jau! Bah. Egal. Emmy, du wirst das schon irgendwie aushalten. Ach, schmeiß mal ein paar Superbälle. Wir haben genug zum Schmeißen. Wahrscheinlich wird nichts ausreichen. Wir kennen es ja nicht anders. Wir sind es ja gewohnt. Zweimal hat es gewackelt und da kommt er wieder rausgedackelt. Yay. Und das war's für Emmy. Bah. Nein, Emmy, es tut mir leid. Natürlich will er das nächste Pokémon rufen. Was für eine dämliche Frage. Es hat noch Strafattacke drauf, aber egal. Metagross wird das schon aushalten. Shima, Shima, Shima! Da-da-da-da-dam. Ein Superball schmeißen. Super! Ich werde mir auf jeden Fall in... Ich habe ja Alpha Saphir nochmal als Edition herumfliegen. Aus gewissen Gründen. Habe ich auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Ich werde Lugia damit am Tauchball fangen, damit es einen farblich sehr passenden Ball hat. Ne? Ich finde es auch übrigens sehr cool, dass wir so viele Legenden fangen können. Das ist einfach mega geil. Und sie haben alle 3 zufällige TV-Werte. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal so drauf losfangen. So mit Tobutz in einem der letzten Parts. Und auch Kyogre. Und dann werde ich gucken, dass ich die dann hoffentlich mit Werten habe, die ich super gebrauchen kann. Das wird alles ein hartes Stück Arbeit, weil ich will die ganzen Viecher auch gerne competitive haben, damit ich auch mal Legendenkämpfe aufnehmen kann. Ich habe nämlich vor, mit meinen Pokémon-Kämpfen hier ein bisschen mehr zu machen als mit den Y-Battles. Einfach nur kämpfen. Ich möchte auch mal ein paar thematisierte Kämpfe haben. Darum habe ich auch als Y-Battle 100 den Baby-Pokémon-Kampf mit Chrissy aufgenommen, weil ich auch sowas gerne machen möchte. Nämlich so einen Baby-Kampf. Kann ich ja schon mal so erzählen. Einfach nur, wenn man Bock hat, Baby-Pokémon züchten und dagegen mit gegen mein Baby-Team antreten. Weil das macht echt Spaß, muss man einfach mal sagen. Das ist mal so competitive-mäßig auf einer ganz anderen Stufe, möchte ich mal sagen. Auf einer Schnullerbacken-Stufe. Und es macht echt Laune. Und die dumme Sau bleibt einfach nicht im Ball drin. Regentanz ist Piss schon, mein Freund. Unser vorletzter Superball. Danach gehen die Primärbälle flöten. Und du möchtest doch bestimmt in einem Primärball landen. Darum willst du nicht im Superball drin bleiben, ne? Ja.
Au. Ich find's doof, dass ich nichts habe, um zu behinderisieren. Ich hätte da mal dran denken sollen. Wenn ich das hier gleich nochmal machen muss, um Lugia zu fangen, werde ich jemandem Donnerwelle beibringen. Ich werde es tun. Auch wenn es mir nicht gefällt, werde ich es tun. Ein Volltreffer, das ist nicht gut. Wir müssen unser Metagross erstmal heilen. Mit einem Hyper-Hyper-Trank. Bumm, Minigenki-Dama der Regeneration. Ich nehme schon fast 3 Stunden am Stück auf, sehe ich gerade. Alter. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Es macht auch Spaß. Lugia, Primärball für dich in Weiß. Du bist auch ziemlich helle. Trotzdem würde einem Tauchball besser zu dir passen. Aber hey, er ist weiß und roter Streifen. Wenn du shiny bist, dann hast du auch rote Farben an dir. Es spuckt mich an. Oder ist es Pisse? Ich weiß es nicht. Komm schon. Primärball, das ist schön. Das ist eine Premiere für dich. Du bist in Hohen. Das muss man zelebrieren. 2. Ich hasse dich. Und es pisst wieder. Yeah. Wenn Lugia irgendwann nur noch Regentanz einsetzt, dann hat es keine Attacken mehr über. Und wird dann irgendwann sich selbst umbringen. Darauf wird es hinauslaufen, wenn du nicht in den Primärball drin bleibst. Ray. Du willst es doch auch. Ich sagte, du willst es. Du weißt, dass du es willst. Bah! Arschclown. Nächstes Pokémon. Grüße. Ich greife ihn nicht an. Mit einem Steigerungshieb ist zwar nur ein Viertel stark, aber ich weiß, ich will es nicht riskieren. Ich bleibe mir mal lieber nicht mega. Und schmeiße fröhlich mit Bällen um mich herum. Und ich habe nur 46 Hyperbälle. Und die werden, müssen reichen. Also es muss innerhalb von diesen 46 Bällen reichen. Ansonsten wird Lugia sterben. Und damit meine Hoffnungen. Regentanz. Es wird, glaube ich, langsam Verzweifler sich nähern. Komm schon. Bleib einfach drin. Tut dir den Gefallen. Besser von mir gefangen werden, als zu sterben. Ich meine, du bist dann mein Pokémon. Das ist eine große Ehre für dich. Oh. Es ist schon mal ein Verzweifler. Das ist nicht gut. Nein! Bleib doch einfach drin, du Arsch! Mann, wie kann man so doof sein? 1, 2. Ach, du bist doch Kacke! Der Untergang einer Legende. Weil er doof ist im Kopf. Ich will die Popel nicht haben. Laura, schäm dich. Nein, lass es bleiben. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir werden jetzt etwas machen, was es... Es muss einfach sein. Jetzt habe ich keinen Bock, die scheiß Donnerwelle zu suchen. Alphabet. Donnerwelle. Dafür werde ich jetzt erstmal den Dingenskirchen verlieren lassen. Du weißt schon. Die Kraftreserve. Kann ich ja gleich wieder beibringen. Weil, ganz ehrlich, Lugia ist Kacke im Kopf. Das möchte auch gerne paralysiert werden. Behindert werden. Ja, ich möchte es mir genauer angucken. Die Animation ist so lustig. Donnerwelle! Wir müssen gleich schnell sein, weil ich jetzt als S angreife. Ist sehr interessant. Na, aber das war's jetzt mit gleich schnell bleiben. Jetzt werde ich dich erstmal zerpflücken. Draco-Meteor! Ich werde dich trotzdem noch ein bisschen einmal hier schwächen. Weil es ist bei einer Legende mit so einer beschissenen Fangrate wichtiger, den Statuswert zu ändern, als es bis auf 1 KP runter zu schwächen. Weil Statuswertveränderung bringt deutlich mehr als das Schwächen, weil es ist einfach so. Total Stulle, aber es ist einfach so.
Machen wir mal Psychoschock. Einfach runterschwächen. Auch wenn es nicht viel ist. Und das wird Emmy das... Oh, den Rest fast den Rest geben. Genesung. Es kann nicht angreifen, weil es behindert ist. Ach, ist das schön. Ja, machen wir noch einmal den hier. Hydropumpe. Das bringt dir nicht sehr viel. Wie man sieht. Und jetzt geht das wunderbare Gespamme mit Bällen wieder los. Ich freue mich. Es wäre so schön. Es wäre einfach so schön. Aber es wird nicht drin bleiben, weil es kacke ist. Siehst du? Es kann nicht angreifen, weil es behindert ist. Yeah! So, dann wollen wir mal Superbälle spammen. Weil es farbig am nächsten an dich rankommt. Mit wahrscheinlich siehst du wieder rauskommen, weil Fangrate 3 ist sehr behindert. Ich wünschte, wir hätten unendlich Meisterbälle. Ach, wäre das toll. Aber das wäre Cheaten und Cheater haben keine Penisse. Also kommt das gar nicht in Frage. Ach ja, irgendwie muss man sich ja alles hier zurechtquatschen, damit man nicht vor Langeweile einpennt. Weil das kann auch sehr nervig sein, wie man sieht. Es will ja einfach nicht drin bleiben in seinem verkackten Ball. Es ist ein schönes Zuhause für dich. Bleib einfach drin. Mann, ich habe gerade wieder Durst. Ich hätte meine Pulle nicht so schnell aussaufen sollen. Jetzt habe ich echt Durst. 2, 3. Ah! Warum? Warum tust du mir das an? Hast du mich denn nicht lieb? Bleibt einfach ein Ball! Ach hey, das wird mit Ho-Oh-Scheiße, wenn ich das mit einem Pokéball fangen will. Oh, wegen farblich passend einfangen. Oh, boah, das wird ja die Hölle. Oh, ich könnte jetzt schon... Boah, mein Magen dreht sich gerade um. Da müsste man eigentlich schon ein Cheat anmachen, dass ein Ball immer fängt. Das wäre... Es würde einfach nur Zeit sparen, es wäre ja kein erschienenes Pokémon, es würde einfach nur dafür sorgen, dass man es sofort einfangen kann. Aber ich mache sowas natürlich nicht, allein weil ich so ein Cheat-Modul nicht mehr habe. Ganz ehrlich, wer hat noch nie gescheat bei Pokémon? Der möge den ersten Stein auf seinen 3DS schmeißen. Oder vor seinem Monitor, um mein Let's Play zu treffen. Ganz ehrlich, ich habe mir früher immer zu Advanced-Zeiten, Advanced, so Rubin und so weiter... Und auch bei Platin habe ich gescheatet, um mir die ganzen Tickets zu holen, die man nur auf Events kriegen konnte, weil ich vorher, da war ich noch jung und hatte noch kein eigenes Auto. Da ist man nicht einfach mal so zu so einem Pokémon Day gekommen oder zu irgendwelchen großen Veranstaltungen, um sich so ein Item... Ja! Um sich so ein Item, klasse, Lugia wurde gefangen, zu holen, um Mew oder Deoxys zu kriegen in Feuerrot und Blattgrün war das ja mit Deoxys. Ladevorgang. Was macht Ladevorgang überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Nein und ja. Da habe ich mir dann immer die alte Karte und für Shaman, diese, keine Ahnung, wie die ganzen Dinge heißen, habe ich mir alle erschießt, damit ich einfach die legendären Viecher dann regulär fangen konnte. Ich habe mir die Möglichkeit, dahin zu kommen, erschießt, also die Tickets und so weiter, die Karten. Habe dann das Modul, habe dann gespeichert, ausgemacht, angemacht und habe dann ganz normal weitergespielt. Und habe das Pokémon, welches ja in dem Spiel schon integriert ist als Datei. Es ist ja schon im Spiel einprogrammiert. Man kann es so durch dieses besondere Item freischalten. Ich habe mir quasi das Item erschienen, damit ich das regulär erhältliche Pokémon, welches einprogrammiert ist, dann erhalten kann, um es dann regulär zu fangen. So wollte ich sagen. Lugia, der Taucher! Lugias Flügel haben eine zerstörerische Kraft. Bereits ein leichtes Flatter kann Häuser hinfortwehen. Daher hat sich dieses Pokémon dafür entschieden, tief unten im Meer zu leben, wo es niemand sieht. Als Psychoflug-Pokémon, sehr intelligent. Ja, du bekommst einen Spitznamen. Nämlich Soul Silver. Dieser Spitzname ist natürlich ohne Gewähr und beinhaltet die Chance von Rechtschreibfehlern.
So. Darum kann man hier runtertauchen. Um Lugia zu fangen, habe ich völlig verdaddelt. Da oben kann man nämlich Ho-Oh fangen. Das macht auch viel mehr Sinn, weil Ho-Oh fliegt nicht unter Wasser. Und ja. Jetzt haben wir halt eine Lugia. Sehr schön, wir haben Soul Silver gefangen. Langsam füllen sich unsere Taschen mit legendären Pokémon. Auch wenn immer noch ein besonderes fehlt, was wir wahrscheinlich erst nach der Hauptstory, also nach der Liga kriegen können. Was ich doof finde. Ich möchte es jetzt schon haben. Yay. Jetzt flattern wir mal. Halt, wir flattern ganz gekonnt, ne? Wie wir es am liebsten machen. Meine Nase läuft. Warte mal, ich mach mal hier, ne? Meine Nase läuft. Näschen, ich hasse dich. Ja. Blöde Kackdrecksfixnase. So. Ach, ist das schön hier. Das ist alles so friedlich. Alles ist so dunkel. Überall sind die Häuschen so am Leuchten. Ach, ist das toll. Wusch und wusch. Kann es sein, dass hier so die Wolken, wo Legendäre drin sind, erst nach der Liga kommen? Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Hier haben wir noch den einen Stern, der nicht meinen Namen trägt. Ist wahrscheinlich immer noch derselbe Verkackte. So. Einmal landen, einmal gucken. Wir haben Lugia gefangen. Okay, hier werden wir nie wieder etwas kriegen. Hat sich somit erledigt. Und dann fliegen wir... Halt. Es könnte so einfach sein, wenn man mal nachdenkt. So, ich war gerade kurz abgelenkt. Ich muss auch mal bei der Sache bleiben. Halt. Halt. Ach Mann, ich will doch nur da unten landen. Nein. Ja, ich möchte... Ja, es geht. Cool. Ah, okay. Sehr cool, dass man hier so auf so einer Sandbank landet. Finde ich, ist sehr geil gemacht. So. Vielleicht werde ich auch mal die Aufnahme hier beenden. Fast 3 Stunden. Ich habe keinen Bock mehr. So. Bui, bui, boni. Sehr schön. Nimm, 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 nimm. Topschutz. Dass wir in Wurzelheim den Mewtwo Need X kriegen. Das ist. Ich finde das total bescheuert. Aber auch irgendwie geil. So. Nein, mit dir will ich nicht spielen. Halt. Verschwinde. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ach Mann. Prachtpolis. Yay. Wie prachtvoll. Prachtvoll und prunkvoll. Schnauze. Da ist doch jemand etwas. Hi. Die VM-Kaskade. Also war an dem Gerücht, man könne sie erst nach einem Sieg über Vassili, den Arenaleiter von X-Will, einsetzen. Doch etwas Wahres dran. Ach, ihr Luschis. Ich fasse es nicht. Ein Ass-Trainer und Ass-Surfer wie ich packt es nicht, diesen Wasserfall zu überwinden. Guck mal, so geht das. Boah. Du Loser. Du kleiner Loser. Schnauze. Upsa. Ja, ich möchte das nochmal einsetzen. Kann man nicht in diese Höhle rein? Das wäre cool. Das wäre voll cool. Ich bin eine Ameise. Again. Eine süße kleine Ameise. Ja, wo? Ach so, Beleber. Ah, ein Beleber. Sehr schön, ein Beleber.
Es belebt mich für mich, dass ich den jetzt habe. Oh. Mal kurz gucken. Hier ist sonst nichts weiter außer der Weg, die Siegestraße. Ich freue mich immer auf Siegestraßen. Hier beginnt die Siegestraße. Yeah! Aber nicht heute, nicht in diesem Part. Ich hasse die Siegestraße. Ich fand sie schon immer kacke. Auch wenn sie in XY richtig cool ist. Hi, Oldtimer. Hi, Arschtrainer. Okay. Hi, Perle. Hallo, Schnucki. Yeah. Einmal alles heilen und dann werden wir unsere neuen Pokémon mal begutachten. So. Ja, direkt da muss der Schutz natürlich aufhören. Hätte auch nicht noch einen Schritt warten können. So. Wollen wir mal gucken. Berichterstattung. Was sagen denn deine Werte? Angriff rauf und Verteidigung runter. Okay. Bei dir ist es Initiative hoch. Ja, die Initiative ist auch wichtig bei dir. Bei Lugia ist es ja Spezialangriff und der Angriff geht runter. Perfekt, dass der Spezialangriff hochgeht. Da freue ich mich nämlich. Ich guck mal kurz. Lugia hat nämlich im Spezialangriff Maximum... Ja, okay. Bei ihm sind die Verteidigungswerte eigentlich sehr imbar. Okay, Lugia hat sich erledigt. Scheiße. Aber egal, wir haben es und das reicht mir schon. Ich werde euch mal in eine andere Box setzen, weil ihr seid ja einmalig. Ihr kommt hier rein. Halt, warte. Auch Melfin kommt hier mit rüber. So. Kaiore bleibt hier drin. Aber die Janze kommt hier mit rein. Kupo bleibt auch da. Und auch euch zwei werde ich mal damit rübersensen. Weil ihr seid ja auch was Besonderes, ne? So. Dann kommst du noch dahin. Pokeguru. Und ja, ich würde mal behaupten... Wir brauchen ja Gyarados, glaube ich, nicht mehr mit seinem tollen Moveset. Da können wir jetzt erstmal wieder ein anderes Pokémon mitnehmen. Ich mache mal unseren Sklaven hier rein. Unseren Sklaven. Eigentlich müsste ich Kaiore mitnehmen, rein, einfach aus Teil. Mache ich das oder mache ich das nicht? Oder nehme ich mal einen von euch mit? Nein, oder? Nein, euch lasse ich hier. Wenn, dann gehen wir mit unseren Teamkollegen hier rein. Wie habe ich dich eigentlich genannt? Florian. Ach ja, genau, du warst Florian. Jacqueline könnte ich wieder mitnehmen. Ich könnte auch Mr. Freeze mitnehmen. Ich glaube, ich nehme Kyogre mit, weil es einfach... Es gehört einfach hier mit bei. Wir haben zwar schon Wasser... Obwohl Feuerwehr auch nicht verkehrt, ne? Mit Kitchen Kitty. Ich glaube, ich lasse Skydex mal eine Pause machen. Und nehme dafür Kitchen Kitty mit, damit wir ein bisschen mehr Variante haben. Wir haben Drache, Stahl, auch jeweils mit Psycho, Wasser mit Boden, Elektro, Feuer und nochmal richtig Wasser. Das sollte eigentlich eine gute Kombo sein. Nehmen aber mit in die Top 4 und einfach allgemein mit in die Liga. Und ja, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Bereiten wir uns jetzt erstmal ein bisschen auf unsere kleine Liga-Reise vor. Es wird nicht gerade spannend, also ich werde jetzt noch ein bisschen die Attacken anpassen. Zum Beispiel Donnerwelle für Amy wird wieder weggemacht, weil das braucht sie ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, wollen wir mal durchgehen. Durchbruch, Einäschern. Was hat denn der Funkenflug für eine Stärke? Ich weiß es nicht, ich hätte gerne Flammenwurf. Okay, es ist schon mal stärker. Hat sich erledigt. Ich schau mal kurz nach. Der Flammenwurf sollte ursprünglich Flammenwerfer heißen. Wurde aber umgedichtet in Flammenwurf, weil es einfach vom Namen her nicht gepasst hat.
Da war eben auch hier online, wo ich immer nachgucke, die Möglichkeit mit Flammenwerfer. Wo kriege ich denn hier den Flammenwurf? Oder allgemein, welche TM ist das denn jetzt? Flammenwurf, TM. 35. Siegesstraße, da kriegen wir den Flammenwurf. Aha, natürlich. War ja so klar. Flammenwerfer, irgendwie mache ich hier gerade so eine Quatschaufnahme. Flammenwerfer. Mal kurz gucken. Huch. Okay, wurde im Anime einmal ursprünglich fälschlicherweise Flammenwerfer genannt. Mache ich mal weg die Scheiße hier. Jetzt habe ich hier genug gespickt. Ich mache hier voll die Quatschaufnahme. Huch, was ist denn jetzt kaputt? Ich mache hier während der Aufnahme einfach, gucke ich hier online ein bisschen nach und so weiter. Vernachlässige das Let's Play. Aber egal, es ist ein Spaß-Let's Play. Darf man auch mal ein bisschen Spaß machen, ne? Aha. Alter, hier wird wieder ein Haufen Müll gepostet. Ach, ich kotze. Weg damit. So. Ein erscheint Eisstrahl. Jetzt habe ich ja gerade die Kraftreserve, ne? Komm, Emmy kriegt einen Eisstrahl. Da ich sowieso vergesse, was die Kraftreserve kann. Ich glaube, es war Käfer. Ich habe keine Ahnung. Käfer oder Kampf. Egal, kriegt einen Eisstrahl. Kriegen wir wenigstens auch Drachen kaputt geknüppelt. Bum. Erdbeben. Reicht, wenn Chrissy das kann. Erholung, nein. Felsgrab, nö. Finsteraura, kein Kitchen Kitty. Fliegen, lassen wir mal schön bleiben. Gedankengut. So werden Spezialangriff und Spezialverteidigung verstärkt. Ach nee, lassen wir mal. Hitzekoller. Nein, lass ich mal. Kaskade, Kabul, Klauenwetzer, Kraftreserve, Psycho, Schock, ich bin schockiert, Raub, Regentanz, nö. Rückkehr. Nee, lassen wir auch mal. Ruheort. Wir können Genesung, das reicht schon. Und wir haben sowieso keinen Flugtyp, wir sind Drache Psycho, macht keinen Sinn. Sandsturm, Schaufler, Schlammwoge, kann ja nur Chrissy, stimmt. Schwertanz, Siedewasser, kann Kyogre. Solarstrahl, nö. Spukball, lass mal stecken. Stahlflügel, Steigerungshieb, reicht, wenn einer das kann. Strauchler ist auch sehr cool. Haben wir hier überhaupt ein... irgendwas mit viel Wasser? Ich habe keine Ahnung, es wäre cool. Ich mach mal die Genesung weg. Zur Not machen wir einfach den Ruheort drauf. Macht auch die Hälfte. So haben wir einfach eine sehr, sehr geile Attackenvielfalt. Trugschlag, Verzögerung, Voltwechsel, Widerhall, Zauberschein. Ja, hat sich schon gelohnt. Erledigt, besser gesagt. Dann werden wir jetzt einmal nach oben rennen. Die Aufnahme beenden. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit der Siegesstraße. Das Let's Play neigt sich langsam dem großen Finale zu. Und damit meine ich nicht die Pokémon-Liga. Speichern. Bitte das System, bla bla. Ja, großes Finale kommt langsam immer näher. Es dauert noch ein bisschen, aber hey. Wir haben schon ein paar Legenden gefangen, haben das Fliegen und so weiter gemacht. Es macht Riesenspaß und morgen im nächsten Part geht es weiter mit der Siegesstraße. Ich freue mich drauf, auch wenn ich Siegesstraßen bis auf die von XY scheiße finde. Freue ich mich trotzdem drauf, weil, hey, es geht voran. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Macaronis. Das war eine über drei Stunden lange Quatschaufnahme mit viel Hin- und Her-Gedeichsel. Und ja, was soll ich sagen, ne? Wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder in einer neuen Aufnahmesession. Nochmal arrivederci und bis morgen, ne? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, ne? Tüdelü, wir sehen uns morgen wieder.